Es ist laut, hunderte Schulklassen und Lehrpersonen schleichen um uns herum und wir sehen Firmen und Verbände, die ihre Branche und ihre Berufe präsentieren. Was bringen die SwissSkills den Verbänden, den Firmen und den Jugendlichen? Wie läuft das vor Ort an so einer Messe ab und was macht überhaupt Justi? Wir sind live vor Ort an den SwissSkills 2022 und nehmen euch mit an die grössten Berufsmeisterschaften der Schweiz. Ich bin Steffi, arbeite bei justi.ch und bin für euch live an den SwissSkills unterwegs. Justi hat einen Stand vor Ort, wo wir den Jugendlichen gratis Bewerbungsfotos anbieten und an Vorträgen Bewerbungstipps geben. Starten tun wir gerade am Messestand der Post mit der Christa, die für das Personalmarketing zuständig ist. Hoi Christa! Ciao! Warum sind wir hier mit der Post an den SwissSkills? Wir haben natürlich sehr gerne an die SwissSkills mit dem riesengroßen coolen Stand, den wir haben, um zu zeigen, dass die Post eine super Ausbildnerin ist. Und wir wollen eigentlich auch ein bisschen zeigen, dass wir nicht verstaubt sind, sondern dass wir modern sind, technisch affin sind und eine coole Truppe sind. Ja. Du hast jetzt auch gesagt, technisch affin. Ja. Kann man das hier am Stand testen? Oder was kann man bei euch alles machen hier am Stand? Jetzt stehen wir gerade in einer gebauten Filiale. Da kann man auch ein Postkärtchen schreiben, gerade im Briefkasten ablassen. Hier haben wir einen nachgebauten MyPost24-Automat. Hier ist der Logistiker-Ecke. Dort kann man Päckchen einsortieren. Wir haben dort auch ein DXP. Das ist das elektrische Dreirad, das die Pösteler damit herumfräsen. Und hier haben wir eben zum Beispiel die Technik-Ecke. Dort haben wir ganz moderne Roboter, die so ein bisschen auf Gefühle reagieren können und so. Wenn man sich jetzt direkt bei euch bewerben möchte, kann man das gleich bei euch hier machen? Oder wer ist da zuständig? Dann kann man da zu uns kommen. Wir würden sehr gerne gerade auf die Webseite verweisen. Dort kann man schauen, was wir alles für spannende Lehrstellen offen haben und sich natürlich direkt bewerben. Ja. Sehr spannend, danke vielmals. Was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung so abschliessend? Mein Wunsch ist, dass wir arbeiten, die 19 Lehrberufe, die wir anbieten, bekannter zu machen und breiter können zu streuen, sodass jeder weiss, in die Post bietet ganz, ganz viele coole Sachen an, die man sich genauer anschauen sollte. Ich glaube, mit dem Stand gehen wir einen grossen Schritt in die richtige Richtung. Danke dir vielmals. Weiter geht's mit dem Stand von zweirad.ch, wo die Berufe Kleinmotorrad und Fahrradmechaniker vorgestellt werden. Vor uns steht Louis Hurni, der sich bereit erklärt hat, ein paar von unseren Fragen zu beantworten. Louis, hallo. Grüß euch. Kannst du uns ein erklären, was kann man bei eurem Stand alles machen? Oder wieso sollte dieser Stand spannend sein für Schülerinnen und Schüler? Sie können zuschauen, den anderen Lernenden, meinen Berufskollegen, was sie hier machen. Es sind sehr komplizierte, aber auch eher einfachere Sachen drunter. Man sieht die Sachen rein, die man sonst eigentlich nie rein sieht. Wenn du jetzt müsstest sagen, warum sollte sich ein Schüler oder eine Schülerin für so einen Beruf entscheiden? Sicher mal cool ist, zu dürfen fahren. Oder? Es ist echt cool, wenn man die eigene Maschine auch versteht. Und auch andere Maschinen versteht. Und es ist ein anderes Feeling, wenn man nicht nur fahren kann, sondern auch weiss, was genau passiert. Und schlussendlich hat man eine super Basis für auf alle anderen Berufe, auf viele andere Berufe. Ex-Lernende, die ich kenne, die machen jetzt Automech, die machen Polymech und einer ist sogar Elektroniker. Andere machen Landmaschinenmechaniker. Es gibt wirklich ein breites Spektrum. Genau. Also in dem Fall für die Zukunft grosse Chancen, um in verschiedenste Branchen oder Berufe zu wechseln. Ja, das ist so. Ja. Als Abschluss, was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Also wir möchten natürlich möglichst viel Nachwuchs nachzüchten. Wir haben momentan immer wieder ein paar Leute, die schnuppern. Lustigerweise auch immer mehr Frauen drunter, weil sie es persönlich sehr schön finden. Und das möchten wir natürlich vorantreiben, dass immer mehr Leute zu uns kommen. Und ja, genau. Super, danke dir vielmals. Es hat uns einen mega coolen Einblick gegeben. Und bei den kleineren Fahrzeugen in dieser Halle machen wir uns jetzt auf den Weg rechts über zu den vierrädrigen und sehr grossen Fahrzeugen. Verband AGVS. Und wir schauen jetzt auch gerade mal dort, was man so machen kann und warum dass man sich für eine Lehre in dieser Branche entscheiden sollte. Hoi Olivier, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Warum sind ihr da mit dem AGVS
an den Swiss Skills? Wir rekrutieren jedes Jahr rund 3000 Lernende in ganz verschiedenen Berufen. Und ja, darum sind wir auch da, für unsere Berufe zu zeigen, den Schülern. Was kann man denn bei euch am Stand jetzt so machen, wenn man da als Schülerin oder als Schüler ankommt? Also einerseits haben wir Lernende da, die aus ihren Erfahrungen über ihre Tätigkeit erzählen. Wir haben im hinteren Bereich ein Lastwagen, ein Modelllastwagen, das man zusammenbauen kann. Und ebenfalls im hinteren Bereich haben wir VR-Brille, wo man virtuell einen Reifenwechsel, einen Radwechsel machen kann. Und das kann man aber auch noch direkt am Modell selber auch machen. Und wenn jetzt ein Schüler fragt, warum sollte ich mich für eine Lehre entscheiden in der Automobilbranche, was sagst du dem? Ja, weil es sehr vielseitig ist. Ich nehme jetzt das Beispiel von der technischen Berufe. Man lernt mechanisch arbeiten, man kommt viel mit über zu Elektrik, Elektronik. Man hat mit der Informatik zu tun. Also es ist eine sehr vielseitige Ausbildung, die einem nachher viele Türen auftut. Man kann sich nach der Lehre auch weiterentwickeln im Bereich Automobilverkauf oder auch im Bereich Kundendienst, wenn man gerne Kundenkontakt hat. Also in dem Fall eine sehr grosse Chance in der Zukunft auf einen spannenden Beruf. Als Abschluss, was ist dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Ja, dass wir die benötigten Fachkräfte finden, dass wir viele Schüler weiter motivieren können, eine Berufsausbildung zu machen, weil eine Berufsausbildung tut einem alle Wege öffnen. Man kann auf dem Beruf bleiben oder man kann sich über eine Hochschule ein Studium machen. Das war ein guter Abschluss. Danke dir vielmals, Olivier. Danke noch. Als nächstes wird uns Heinz Hartmann von Jardin Suisse über die Tätigkeiten der Gärtnerinnen und Gärtner Auskunft geben und uns durch die riesige grüne Halle begleiten. Hallo Heinz. Hallo Steffi. Danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst. Jetzt sieht es sehr spannend aus hier in dieser Halle. Was kann man bei euch hier alles sehen? Also wir zeigen eigentlich auf eindrückliche Art die Vielfältigkeit von unserem Beruf. Also die Jungen können bei uns Pflanzen eintopfen. Wir haben ein Baumpuzzle, sie können den Baum so zusammensetzen. Wir haben einen mobilen Garten, wo sie selber einen Garten bauen können, ein kleines Modell. Dann haben wir eine Attraktion, sie können Baumklettern, also Stammklettern, wo auch natürlich mit uns, wir haben auch Obstbaumschnitt, Baumpflege, auch eine Verbindung. Dann haben wir ein Baumhaus, wo ein bisschen eine Übersicht gibt über alles. Wenn jetzt eine Schülerin fragt, wieso sollte ich in dieser Branche eine Lehre machen, was sagst du? Diese Branche oder der Beruf bietet einfach so ein vielseitiges Aufgabengebiet und mit Pflanzen zu arbeiten, in der Natur draussen. Wir haben ja auf der einen Seite den Garten Landschaftsbau, wo jetzt gerade der Wettkampf am Laufen ist. Die bauen Gärten, die unterhalten die Gärten. Unterhalten. Dann haben wir aber auch Produktionsfachrichtungen, wo es Pflanzen produzieren, sei es Sommerflor oder Studengärten, also Studen, mehrjährig blühende Pflanzen oder der Baumjournalist, der sich dann mit den Bäumen auseinandersetzt. Also wir sind ganz, ganz breit aufgestellt und ja, ist einfach ein cooler Beruf in der Natur. Ja. Also wenn du das so erzählst, gelustet sein, schon so ein bisschen, um noch ein bisschen mehr über diese Branche zu wissen. Kannst du vielleicht noch etwas sagen, was Frauen und Männer anbelangt? Wie sieht es da bei euch aus? Wir haben jetzt in den letzten 3-4 Jahren eigentlich eine extreme Zunahme an Frauen. Und wir sehen jetzt gerade bei den Wettkämpfen, ich meine, es sind 3 oder 4, die am Wettkampf mitmachen. Und durch das wir natürlich eben das naturnahe Biodiversität, spricht das sehr viele Junge an. Und von der Belastbarkeit ist sicher ein harter Job, aber wir haben in vielen Bereichen natürlich auch maschinelle Unterstützung. Es ist natürlich nicht mehr alles wirklich Handarbeit und das ist für junge Frauen genauso spannend wie für die Posten und es nimmt zu. Das sehen auch alle recht happy und auch super beschäftigt aus. Wenn jetzt ich dir eine letzte Frage stelle, was ist so dein Wunsch für die Berufsbildung? Für die Berufsbildung selber, mein Wunsch ist, dass man in der Branche, die halt zum Teil auch sehr traditionell ist, sich wirklich auf die neue Zeit und auf die neuen Generationen einlässt. Oder das sehen wir jetzt. Wir sind mitten in der Revision der Grundbildung und wir müssen uns weiterentwickeln. Und mein Wunsch ist, dass das Branche auch wirklich macht und mitträgt und in die Zukunft schaut. Weil zukunftsfähig ist der Gärtnerberuf 100%. Man hat es jetzt auch gesehen über die Zeit, Krisenzeit, die Gärtner haben immer arbeiten können. Die Leute waren mehr zu Hause, haben sich den Garten ausgebaut, anstatt
auf Reisen zu gehen. Sie haben vom Balkon ihr Gärtchen, sie haben bald Küche im Garten und weiss ihnen das alles. Also da, dass unsere Branche das auch wirklich als Chance sieht und bereit ist für die Zukunft. Und dann kommt das sicher gut. Ein schöner Wunsch. Ich glaube, ich kann abschließend sagen, dass es sehr innovativ aussieht. Und ich glaube, wir sind hier auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung. Danke dir vielmals. Merci vielmals. Eine Halle weiter sind wir bereits bei Carrosserie Suisse. Es wird geschweißt, es sprüht Funken, es ist extrem laut. Mal schauen, ob man überhaupt in diesem Lärm jemanden findet, der uns ein paar Fragen kann beantworten kann. Jetzt haben wir die Halle verloren von Carrosserie Suisse. Das war sehr laut. Jetzt sind wir draußen in Ruhe und haben unseren Verantwortlichen gefunden. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Kannst du dich ganz schnell kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Sascha Walter, ich bin von Carrosserie Suisse. Wir sind in Zofingen daheim und habe dort die Funktion als Projektverantwortlicher Markt und Technik. Danke dir. Warum sind wir mit Carrosserie Suisse hier an den Swiss Skills? Wir waren schon gegangen. Wir sind schon bei der ersten Ausgabe haben wir auch Meisterschaften gehabt, dann allerdings nur für die Fahrzeugschlosser. Und eben dieses Jahr haben wir alle drei Berufe hier die Meisterschaft. Die drei Berufe kannst du dir kurz nennen? Genau, das wäre einerseits, wie erwähnt, schon der Fahrzeugschlosser, das ist der Karosserielackierer und der Karosseriespanier. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch so ein bisschen Mädchen wie euch in der Halle? Oder ist es vor allem so, dass sich die Buben für die Berufe interessieren? Nein, gar nicht. Wir haben bei den Autolackiererinnen, also schon in den Lehrverhältnissen, ca. 50-50. Wir haben ja Kandidatinnen etwa 50-50 bei den Autolackierern und wir haben auch bei den Karosseriespengler eine Kandidatin zum Beispiel. Und bei den Lackierinnen merken wir schon, jetzt auch bei den Demoprüfen, die wir hier haben, dass sich beide sehr interessieren für das. Die Demoprüfe, kannst du noch ein bisschen ausführen, was kann man genau machen bei euch in der Halle? Ja, man kann natürlich jeden Beruf auch erleben. Man kann beim Lackieren kann man einerseits Thermolack, also Front- und Thermolack lackiert ist, kann man mit Wasser in dem Sinn lackieren. Und, das, genau. Und man kann effektiv lackieren, in dem Sinn, dass man seinen Namen kann, auf unseren Betriebsbus wirklich sprayen, respektive spritzen. Klingt sehr spannend. Wieso sollte sich ein Schüler oder eine Schülerin für einen Beruf bei Carrosserie Suisse entscheiden? Es ist sehr vielseitig. Wie gesagt, wir haben ganz verschiedene Berufe. Es ist zwar die Karosseriebranche, wovon alle Berufe für sich verschieden sind. Der Lackierer wie der Spengler gehören zusammen eine Art. Der eine kommt nicht unter allen anderen aus. Und der Fahrzeugbau ist eigentlich sogar weltweit, wie wir herausgefunden haben, ziemlich exklusiv. Es gibt sehr wenige Länder, die das so kennen. Okay, in dem Fall also auch gute Zukunftsaussichten in dieser Branche. Sehr, ja. Was ist so abschliessend dein grösster Wunsch für Berufsbildung bei euch? Wir würden wirklich sehr begrüßen, wenn wir vor allem im Beruf Karosseriespengler wieder mehr Jugendliche könnten begeistern. Wir haben das so probiert, attraktiv zu machen, indem dass wir den Karosserie-Reparateur jetzt das Jahr gestartet haben, der 3 Jahre geht, wo ähnlich ist, natürlich weniger wie der Spengler, aber im ähnlichen Segment. Danke dir vielmals für deine Antworten. Merci. Was natürlich auch ganz ein lässiger Stand ist, jeweils an der Berufsmesse und auch hier an den Swiss Skills, ist der Justi-Stand. Und zwar haben wir hier gerade einen Mitarbeiter von uns, das ist der Dominik Schmid. Wir werden ihm gerade auch ein paar Fragen stellen zu unserem eigenen Stand. Dominik, wie ist es für dich, hier so am Justi-Stand zu arbeiten? Ja, also ich muss sagen, früh aufgestanden, zweimal ineinander, aber es hat sich unglaublich gelohnt. Sehr lässig, all die Schüler und Schülerinnen gesehen, aber auch alle Messbesucher, alle sehr motiviert. Und bei uns am Stand ist immer etwas los. Viele Schulklassen, viele Lehrpersonen, viele Schüler, Schülerinnen, ganz viele coole Bewerbungsfotos und macht Spass. Danke vielmals. Du hast jetzt gerade Bewerbungsfotos angesprochen. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schnell sagen, was bieten wir denn hier am Justi-Stand genau an? Wir bieten eigentlich an, dass wir Bewerbungsfotos machen, wo die Jugendlichen kostenlos machen können bei uns. Und wir schicken die digital zu und die Schüler und Schülerinnen dürfen die Fotos für ihre Bewerbungsunterlagen, sprich den Lebenslauf, benutzen. Zusätzlich können sie bei uns noch am Stand einen Berufsfinder machen. Sie können 33 Aussagen und Fragen anhand von Smileys und ihrem persönlichen Empfinden beantworten. Und das Ziel davon ist, dass sie eine Auswertung bekommen, wo sie nachher sehen, hey, welche Lehrberufe, die es in der Schweiz gibt, könnten gemäss meinen Interessen und meinem Empfinden für mich spannend sein. Das Tüpfchen für mich ist noch, dass sie eigentlich nachher, wenn sie die Auswertung bekommen,
sehen Sie eigentlich digital den Messeplan. Welche Berufe von meinem Resultat an welchem Stand und in welcher Halle verfügbar sind und vorgestellt werden. Also auch hier unterstützen wir die Jugendlichen, aber auch die Firmen, die diese Lehrstellen ausschreiben und ausbilden. Du hast den Justizstand sehr gut beschrieben, danke dir. Vielfach sind jetzt die Jugendlichen genannt worden. Hast du das Gefühl, sie sind motiviert oder was hast du da für einen Eindruck? Meine ehrliche Meinung, teils, teils. Viele Jugendliche sind motiviert. Das merkt man auch, wie sie mit uns reden oder was sie für Fragen stellen. Ich glaube aber auch, dass viele Jugendliche teilweise vielleicht gezwungen werden und vielleicht noch nicht so ganz sehen, hey, warum bin ich da, wieso sollte ich da mich informieren? Und ja, aber wir probieren allen Jugendlichen eigentlich in Gesprächen oder in kleinen Diskussionen aufzuzeigen, wieso dass die frühe Auseinandersetzung mit der Berufswelt oder Berufswahl sehr, sehr wichtig ist und wir geben uns das Beste. Perfekt, danke vielmals für deine Antworten. Einer der letzten Stände, den wir heute noch anschauen, das ist der Stand von SMGV, das ist der Schweizerische Maler- und Gipserverband. Und bei uns hier ist Petra Braun, sie ist verantwortlich für das Marketing und so ein bisschen Nachwuchsförderung. Sie wird uns ein paar Fragen beantworten. Danke vielmals, Petra, dass du dir Zeit nimmst. Besten Dank euch, dass ihr da seid. Wir haben ein paar Fragen an dich, und zwar einerseits, warum sollten sich Schülerinnen oder Schüler für eure Branche entscheiden, um in dieser Branche eine Lehre zu machen? Bei uns steht im Maler Gipser die Kreativen am Bau. Es hat wirklich Kreativität drin. Man muss sich vorstellen, wenn wir jetzt den Maurerseite Wand tun, die sind alle grau. Das Leben wäre sehr grau, wenn es den Maler und den Gipser nicht gäbe. Es gäbe keine Formen, es gäbe keine Farben. Und man weiss ja, Farben fühlt man sich wohl. Man sieht jeden Tag, was man gemacht hat. Man ist immer auf verschiedenen Baustellen, wo man etwas verschönert, wo man dem Kunden kann auch einen Gefallen tun kann. Und ich glaube, das ist das Schönste daran, das wird man auch sehen jetzt im Laufe dieser Tage. Es wird immer farbiger bei uns und immer höher gebaut wird bei uns. Und das ist eigentlich lässig zum Zuschauen. Und ich glaube, das macht es aus. Also in dem Fall sicher eine Branche mit Zukunft. Genau, genau. Vor allem, wenn es jetzt auch um die energetischen Sachen geht. Weil die Häuser muss man dämmen etc. Man hat auch wahnsinnig viele Weiterbildungsmöglichkeiten, die halt jetzt auch mit der Energieeffizienz zu tun haben. Und von dem her ist das natürlich die Branche für die Zukunft, die jetzt auch immer haben können arbeiten während Corona und die es auch wirklich braucht. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht SwissSkills nicht kennen, kurz erklären, wie werden die Lernenden, die hier arbeiten, ausgewählt? Also es wird natürlich in jeder Branche wird das anders gehandhabt. Viele machen so regionale Ausscheidungen. Zum Teil sind es noch Lernende, die hier teilnehmen. Bei uns läuft es ganz anders ab. Wir haben natürlich auch nicht so eine Masse. Bei uns machen im Moment gerade ungefähr 90 Lernende, die machen überhaupt einen Gipserberuf in der deutschen Schweiz. Es sind gegen die 700-800 bei den Maler. Bei uns qualifizieren sie sich, wenn sie in der QV ein 5 oder mehr abgeschlossen haben. Können sie zu uns kommen. Die Maler gehen dann eine Vorausscheidung, wo wir schauen, welche sind die Besten. Weil wir können von denen, meistens um die 40, 50, die sich da melden, können wir dann nur etwa 12, 13 mitnehmen. Und bei den Gipser, weil das Gemenge halt ein bisschen kleiner ist, sind es meistens gerade etwa so 7 bis 10. Vielleicht braucht es eine Vorausscheidung, vielleicht nicht. Und dann auf jeden Fall haben wir dann die besten Gipser und die besten Maler von der Schweiz haben wir dann vor Ort, die dann in der Schweizer Meisterschaft in der 4 Tage sind es dann genau. Also wir machen nichts gestaffelt oder so, sondern sie sind 4 Tage da und machen ihre Aufgaben bis zum Schluss. Umso spannender natürlich, dass man einfach die Besten von den Besten da sieht, arbeiten vor Ort. Was genau ist als Abschluss noch so ein bisschen dein grösster Wunsch für die Berufsbildung? Bei uns ist natürlich sowieso in der Handwerksbereich, Baubranche, man braucht sie unbedingt. Es sind sehr gefragte Leute. Sie haben viele Möglichkeiten zum Weiterbilden. Es ist überall so, wenn man sich nicht weiterbildet, bleibt man stehen. Das sind auch viele die negativen Sachen, die kommen, ja, wenn du den ganzen Tag nur am Boden rutschst etc. Aber man hat die Möglichkeit, bei allen Berufen sich sehr weiterzuentwickeln. Und ich hoffe, dass die Freude und der Berufsstolz in den Bauberufen wirklich auch wieder ein bisschen kommt. Früher war der sehr gross da. Im Moment leider nicht mehr so. Man will ins Büro etc. Aber man hat eigentlich da viel mehr Chancen. Auch man kann Geld verdienen. Es hat Potenzial. Und darum mein Wunsch ist schon, dass man wieder sieht, dass man die Bauberufe oder auch unsere Berufe von Maler und Gipser auch wieder mehr anschaut und mehr Jugendliche Freude daran hätten, um so etwas zu lernen.
Schönes Schlusswort. Danke dir vielmals, ja. Petra. Besten Dank euch und schönen Tag noch. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an alle unsere GesprächspartnerInnen und natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr euch zugelassen und ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heisst Inside Berufsbildung.